Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und wir sprechen jetzt mit Yxtra oder Dijkstra über Hurensohns Verbindung zu den Redanien. Ja, auf jeden Fall sprechen wir mit dem. Ach, hier geht eine Treppe hoch. Und ja, wir finden den Hurensohn einfach nicht, aber er wird von Zwergen gesucht auch. Und alle wollen nur eins Leder, aber dieser kleine Frechdachs hat sich sowas von versteckt und findet man nicht. In dieser riesigen Stadt. Ja. Und na klar. Sei nicht blöde. Ich will mit den Wachen nichts zu tun haben. Was denn? Haben die eigentlich alle gegen mich? So, rein hier. Guten Tag. Schweine? Guck mal, da hinten ist noch ein Friseur. Der ist sogar über uns. Warte mal, hey. Wie geil ist das denn? Bist du da neue Frisuren oder so? Gefangen und nichts macht mehr Aktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. Na, hier gibt's wieder Brüste. Brists. Ich glaube aber, das ist außerhalb. Da müssen wir dann Schweine. Da hochgehen. Da war doch gerade noch. Das gibt's ja nicht. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Ich habe es als einer dazu gelegen. Wovon redest du? Du hast Redanien. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Okay. Dann laufen wir mal wieder dahin und dahin und dahin und dorthin und dahin und dahin. Aber ich würde jetzt gerne mal hier noch im Block laufen. Mein Sohn ist ein Krieger. Ist mir dran. Das irgendwie nicht funktionieren will. Würde ich sagen, aber da wird mein Weg angezeigt. Wo es Matsch gibt, ist der Regen. Ich schwöre Anwesenheit. Ach, ich blöd. Beleidigung des ewigen Feuers. Hier oben. Ich will mal um das Gebäude rumlaufen. Wann hast du dir die Mutanten an? Ah, da hinten noch. Ich glaube, den kriege ich zufälliger, zulässig zu. Wisst schon. Die Haare geschnitten. Komm, mach mal, ich will jetzt ordentlich aussehen. Sind da jetzt mit den DLCs neue Haarschnitte dazugekommen? Mit dem Heart of Stone. Ich hätte gerne eine neue Frisur. Was haben wir denn alles? Rasiert bis auf den Pferdeschwanz. Lang und offen. Offen nicht zu lang. Seiden rasiert und kurz. Der elfinische Rebellenschnitt. Offen nicht zu lang. Bart? Nö, gefällt mir alles nicht. Okay, ich bleib so.
Bis dann. Bis dann. Entschuldigung, ich wollte nochmal gucken. Aber naja. Na, zum Glück kann er hier auf Kisten hüpfen. Mensch, der ist ja sportlich. So. Sind hier noch 1300 Meter. Da ist es ja. Kein Brot, kein Geld. Irgendwie scheiße. Kann man da eigentlich. Oh, kann man da eigentlich. Erstmal Quests gucken. Ach, guck. Nee, wir sind hier. Stufe 12 immer noch. Finde Junior. Okay. Weltkarte. Wo müssen wir denn hin? Dahin. Würde ich sagen, dahin. Ich sehe, du bist. Ach. Scheißendreck, na eben. Los, lauf! Ich kann hier nicht rennen. Na. Seltsam sieht er aus. So, ja, da haben wir ja so ein. Da haben wir ja so ein Anschlagbrett. Anschlagbrett, sag ich schon. So, na, dann wollen wir natürlich. Ich würde aber auch gerne mal hier hingucken, weil irgendwie mal gucken, ob da eine neue Mission dabei ist. Machen wir mal sehen. Brauchen wir bloß daneben zu laufen, wie es ausschaut. Also daneben, also mal kurz. Ne? Das werden wir mal tun. Ja. Da ist es auch schon. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Mhm. So. Haben wir dann eine Mission genommen? So. Dann wäre das nächste. Ist jetzt eigentlich ja noch mehr Anschlagbretter gelb. Da oben hätten wir noch ein gelbes. Ich scheine ja doch noch ein paar Missionchen dabei gekommen zu sein. Also dazugekommen zu sein, dabei gekommen zu sein. Boah, das ist ein ganz schöner Weg dorthin. Das würde ich sagen, holen wir später irgendwann. Jetzt hat es natürlich die falsche Mission. Ach Leute. Ich hab doch nur. Ich hab doch nur da drauf geklickt. Aber das näher hier, ja. So. Schneereise. Schneereise. So. Bist. Bein mal schnell an der Brücke verschwinden. Oh. Hallo?
So. Ab geht der Peter. Dick. Sollen hier querbeet ein. Wird hier gemacht. Meist ha. Boah. Oh, hier ist ein. Was ist jetzt? Ich wollte gar nicht hinreiten, Mann. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein. Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Komm rein, Geralt. Ich glaube, da mussten wir doch hin. Geralt van Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben. Bitte. Wir sind fertig. Wegtreten. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ach, shit. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Zahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Okay. Nachgestoßen und links zwo. Ah, die Rohre. Bezahlt den Preis. Ein Rohre. Hoppa. Beweg dich. Mach langsam. Wo reitet das denn hin, das Vieh?
Querfeld 1 aber. Naja. Och Leute. Nicht so schnell, Plätze. Also nach so viel Spielzeiten, das Pferd ist immer noch eine Kunst für sich, das Ding zu reiten. Ach, guck mal das. Ihre und Heimatland. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Gehen wir. Dafür hilft er aber ganz gut, wenn man nicht vertraut. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Um Zeit totzuschlagen? Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun.
Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ich weiß diese Geste zu schätzen, Eure Majestät. Ein König sollte seinen Feinden gegenüber streng und seinen Freunden gegenüber großzügig sein. Dafür erwarte ich einen Gefallen. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager, dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Rosch. Vielleicht kannst du mich auch mal. Ja, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde, dann war es das schon wieder für den Part. Hä? Was? Warum? Wieso ist denn jetzt die Quest gescheitert? Hä? Was? Wieso? Ich hab doch... Hä? Ich hab gerade schon gesagt, hat viel blutige... Ich hab doch... Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's das für heute erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao.